Hey Helmut, schraubst du schon wieder an dem Moped? Ja klar, und ich sag dir auch warum. Grüßt euch Leute, nach langer Zeit mal wieder da. Ich weiß, aber hab viel zu tun, arbeitstechnisch, Familie und mit der Band noch ein wenig, natürlich. Gell? So Jungs, ich wollte euch mal auf dem Laufenden halten, was so passiert ist in der letzten Zeit. Es war, ja, weiß nicht, ob das ein paar Leute mitgekriegt haben, mein Motor von der Enduro hat es leider, ist zeitliche gesegnet gehabt. Die Kurbelwelle hat sich während der Fahrt festgebacken. Ja, und dadurch konnte ich dann einmal neu machen lassen. Betonung liegt auf machen lassen. Habe es einen guten Kollegen gegeben, den ich schon länger kenne. Der hat mir den ganzen Motor neu regeneriert. Alles neu. Schnurrt wie ein Kätzchen. Und wurde noch ein alter DDR-Zylinder. Da ist er. Mit einem DDR-Zylinderkopf. Noch von meinem guten Kumpel Stefan damals. Wurde noch gesponsert beim Tommy. Danke dafür. Und passende Kolben haben wir dazu auch noch gefunden gehabt und haben den eingebaut. Verhält sich für DDR natürlich super. Aber man merkt halt auch, er hatte schon viel runter an Kilometern. Und er klappert halt auch schon wieder. Der Kolben und die Kolbenringe. Aber was soll's? Er wird jetzt noch gefahren, bis er breit ist. Und dann kommt da mal eine andere Version drauf. 50 Plus Sport, so irgendwie, so heißt das. Hat mir ein Kollege empfohlen. Ja, dann gab es noch ein paar Kleinigkeiten, was man sonst immer mal hat. Und ja, die Feder war mal gerissen vom Hauptständer. Neue Feder rein. Und leider ist mit der Schwalbe auch noch nicht so viel passiert, weil ich die Federn vorne und hinten wechseln wollte. Ist aber dann aufgefallen, dass die Buchsen bei der Schwalbe alle so ausgeschlagen sind, dass das Fahrverhalten von der Schwalbe gar grausam ist. Und da haben wir gedacht, gut, über den Winter nehmen wir das Ganze mal auseinander und wenn das dann alles fertig ist, werden da neue Buchsen reingepresst und dann wird auch die neue Federung gemacht, dass das gute Stück wieder zum Leben erweckt wird. Also dreimal treten, sie springt an, das macht sie immer noch, gell? Also unkaputtbar das gute Stück. Und kurz nochmal zur Info zur Band. Gerüchte zufolge, ja, dass die Simson Gang auf, also das geht da schon bis weit hinter Berlin, wird da schon erzählt, die Simson Gang, die gibt es gar nicht mehr. Völliger Käse, Jungs. Also, wenn ich das sage, dann ist das auch so. Ja, wir machen noch Musik, auf jeden Fall. Es ist auch schon wieder diverse Texte entstanden, diverse Songs entstanden, alles schick. Wir haben nur zurzeit ein kleines Bassistproblem. Unser Bassist ist leider nicht mehr dabei, macht aber nichts. Wir kennen ja doch einige Musiker und sind da zuversichtlich 2022, dass es dann wieder ordentlich vorangeht. Aber bleibt gespannt. Wir haben da noch was im Petto. Das wird wohl in, naja, naher Zukunft wollen wir jetzt nicht sagen, aber es wird schon was passieren. Es ist auf jeden Fall schon mal 3 oder 4 oder 5 Songs in der Favoritenliste. Das wird geil. Natürlich Simson Gang typisch. Also bleibt gespannt. Und hier auf meinem Kanal ist immer mal, ich habe wirklich einen Arsch voll zu tun, wie man so schön sagt. Bleibt es halt erstmal bei minimalsten Videos. Bis halt die Schwalbe gebaut ist, wieder über den Winter. Dann mache ich natürlich noch mal ein paar Videos darüber, wie es sich so verhält. Und ja, die Enduro ist theoretisch jetzt erstmal durchrepariert. Steht komplett top da, fährt sich auch gut. Das Einzige, was natürlich wieder ist, klar, muss ja immer was sein mit den Mopeds. Jetzt macht der Tacho wieder Faxen. Habe ich geguckt, Tachowelle ist in Ordnung. Tacho macht auch keinen schlechten. Tippe ich jetzt auf das kleine Schneckchen unten, wo der Tacho mit angetrieben wird, dass die vielleicht kaputt ist. Habe ich jetzt aber noch nicht geschaut, aber das sind ja Pfennigartikel, das kriegt man ja schnell gebaut. Ja, eins wollte ich noch sagen.
was wir ja dieses Jahr geschafft haben mit unserer Band, speziell in Spotify, ist natürlich der blanke Wahnsinn. Wir haben dieses Jahr die 1 Million Marke geklickt mit unserem Song, Simpsons Song, ist klar. Und jetzt wohl auch demnächst die 2 Millionen Marke geklickt. Und blanker Wahnsinn. Ihr seid alle der blanke Wahnsinn da draußen. Ich finde das sowas von geil, dass ihr die Musik so feiert. Deswegen, ich höre erst auf, wenn ich hier umfalle. Gell? Und absolut geil. Also nochmal, top, danke dafür. Gell? Das ist absolut, ich bin einfach bei. Das ist blanker Wahnsinn. Ich kann das absolut nur feiern. Ich finde das übrigens cool. Möchte da nochmal danke sagen. Gell? Ihr seid die Besten. So, drehen wir mal noch ein bisschen, bis die GoPro ausgeht. Der Akku ist fast leer. Egal, wird leer gedreht, das Teil. Ich wollte ja eigentlich noch mal ein kleines, wie sagt man so schön heute, ein Simson Lifehack wollte ich euch mal zeigen. Also was ich immer mitnehme, wenn ich mit dem Moped fahre, das ist ganz klar, ihr braucht, also in der Schwalbe ist natürlich am besten, die ganze Sache zu unterzubringen. Ihr braucht einfach nur eine stinknormale Federmappe. Da ist alles drin, was man so braucht, wenn man irgendwo mal liegen bleibt. Das Wichtigste ist, also wirklich für den Neueinsteiger in der Simpsons-Szene, ist das Wichtigste immer dabei zu haben. Immer. 10er Schlüssel. Am besten 2. Wenn es euch betrifft, ihr wisst warum. Dann 12er Schlüssel, den braucht man auch immer. Einen 13er Schlüssel, den braucht man auch immer. Schon wegen den Vergaser. So, wenn man natürlich absoluter Profi ist, legt man sich noch einen 19er Schlüssel in die Schwalbe mit rein. Das funktioniert ganz gut. Dann kann man sich hier so oben reinklemmen, macht den Lappen oben drauf oder klemmt ihn euch unter die Federmappe und habt ihn immer dabei. Da könnt ihr auch das Rad mal ganz easy wechseln. Zumindest abmontieren. So, was braucht man noch? Ganz klar, der Klassiker, jede Simson sollte das dabei haben, ist hier stinknormaler Schlitzschraubenzieher. Schlitzschraubenzieher, wieso? Damit man auch mal, wenn man an der Ampel steht und merkt, der Vergaser geht nicht richtig, nochmal schnell nachstehen kann. Ist ja kein großes Ding. Also Schlitzschraubenzieher ist Pflicht, ganz klar. Was man immer dabei haben könnte, muss man aber nicht, aber ich finde es sehr praktisch, ist so ein kleines Bürstchen. Das ist aus Messing. Da macht man auch nichts kaputt. Und ich habe allgemein in der Federmappe immer so ein bisschen Spittelmist. Also eine kleine Ratsche kann man immer gebrauchen. Mit diversen Nüssen natürlich dazu, Adapterstücken, 10er Nuss, 12er Nuss, 13er Nuss. Dann habe ich hier noch so ein kleines Tool. Kann man auch mal vorne ein Bitten reintun und was schrauben damit. Was auch nie schlecht ist, ist eine kleine Zange, eine kleine Knipszange, um mal irgendwas abzuknipsen. Auch zu empfehlen ist immer dabei zu haben ein Stück Draht. Nehmt euch ein Stück Draht, ungefähr 1 Meter lang, wickelt das als kleine Schnecke wieder auf, legt es euch mitten in die Federmappe. Es kann passieren. Ich bin als Kegel schon rumgefahren, ich weiß, von was ich hier rede. Wenn einer der Auspuff oben diese Stange da, die Schraube durchrostet oder abfällt oder abbricht, weil man irgendwo hängen geblieben ist und der Auspuff hängt quasi runter. Und was macht man da? Ja, entweder heimschieben oder ein Stück Draht nehmen, um den Auspuff rum und oben am Rahmen irgendwie dran düdeln, dass du noch die letzten Kilometer nach Hause kommst oder zum Kumpel, wo du schnell reparieren kannst. Also ein Stück Draht, auch Pflicht, klar. So, was würde ich noch empfehlen? In Lappen. Irgendeinen alten Lappen, ein altes T-Shirt, eine alte Buchse, ist Schnurz. Stopft euch das irgendwo hier rein, zum Beispiel bei der Schwalbe geht das gut, da hast du überall Platz. Hier reingestopft, an der Seite, stört keinen, geht keinen auf den Senkel, hast immer einen Lappen dabei, kannst mal die Pfoten abschmieren oder mal irgendwas, wo du mal sauber machen willst. Kerze zum Beispiel, mal drüber wischen, fertig. Was ich noch richtig feiere, es gab es schon länger mal, das war hier damals so eine kleine Cola-Probe. Das war, glaube ich, Vita-Cola. Und hier passen genau, Moment, wie viel passen rein? Ich glaube, 70 Milliliter. Sprich, man kann
3 Liter quasi mischen. War's so? Ich glaube ja. Auf jeden Fall kann man damit, die kleine Flasche passt ja auch hier rein, zack, hier reingelegt, hat man immer Mischöl dabei, ne? Und man kann auf jeden Fall mal 3 oder 4 Liter ungefähr waren es, kann man da gut wieder mischen und kommt auf jeden Fall erstmal ganz schön weit, ne? Was auch zu empfehlen ist, der ist natürlich schon gebraucht, Kabelbinder, ja, Kabelbinder, klar, habe ich auch immer in rauen Mengen da, braucht man immer. Wenn du irgendwo mal, was weiß ich, Gaszug gerissen, einen neuen Gaszug dran gemacht und dann düdelt er an der Seite rum, nimmt ein Kabel minder, macht ihn unten am Rahmen irgendwo fest. Bei deinem Duo geht es natürlich besonders schön. Macht man den hier so ein bisschen fest. Da ist das gut. Und was braucht man noch? Ja, theoretisch kommst du damit schon richtig weit. Meine Kollegen sagen immer spaßenshalber, ich habe die ADAC-Schwalbe. Oder wir wollen mal hier nochmal von vorne. Meine Kollegen sagen immer, ich habe die, nennen wir es mal AGAE-Schwalbe. Wir wollen hier keinen Namen nennen. Also ist egal. Ich habe auf jeden Fall eine Schwalbe, wo immer Werkzeug drin ist. Das wissen die Jungs auch und fahren auch meistens hinter mir, damit sie wissen, oder vor mir. Damit sie wissen, hier, wenn ich liegen bleibe, das mir hat alles dabei. Okay. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Man kann auch noch eine kleine Schere mit reintun, zum Beispiel. Oder was habe ich noch drin rumfliegen? Moment. Ja, eine Zündkerze, eine neue, auch immer nicht schlecht. Kann man auch immer empfehlen. Und ja, ich habe ja hier sämtliche Schlüssel in dreifacher Variante. 10er, 12er, 13er. Achter Schlüssel kann man sich auch mal mitnehmen. Zack. Ja, also wenn ihr das schon mal drin habt, da könnt ihr schon viel mit basteln, falls er mal liegen bleibt. Und meistens ist es ja nur der Vergaser. Wenn sie mal nicht das Gas annimmt, dreckig ist oder was, kommt nicht aus der Soße. Man sieht es ja immer öfters. Bei irgendwelchen Videos, was ist das, nimmt kein Vollgas an, meistens ist es der Vergaser. Also alles mal sauber machen, auseinanderbauen, durchpusten, kleine Düsen, das geht pusten ganz gut. Oder man nimmt sich eine WD-40 Flasche, so mache ich es immer, vorne mit dem Teil auf die Düse gesetzt, durchgepustet quasi mit dem Öl, das verfliegt ja wieder durch das Benzin dann und man weiß auf jeden Fall, die Düse ist sauber. Da kann man nichts falsch machen. Ja, und falls ihr noch irgendwelche Sachen habt, die doch noch mit rein könnten in meine Federmappe, zwecks Bordwerkzeug, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin immer offen für neue Ideen. Ne? Plus, große Probleme sind natürlich bei der S51, man hat nicht so viel Platz. Ich habe noch im Herzkasten zum Beispiel noch mal so eine kleine Flasche drin mit Mischöl. Die reicht genau für 5 Liter. Dann hat man genau 1:50 gemischt. Ja, also bei der Enduro ist es etwas schwierig. Bei der Schwalbe kriegt man mehr unter. Also, bis dahin, Freunde. Ja. Wir sehen uns. Euer Smee. Ciao.